Und weiter geht es, Freunde, in unserem Abenteuer. Wir sind immer noch im Schloss Miracula mit Ridley unterwegs. Ridley werde ich auf jeden Fall rauskriegen, wie der richtig funktioniert, sage ich mal. Aber richtig cool auf jeden Fall bis jetzt. Richtig cool auf jeden Fall bis jetzt. Machen wir weiter, let's go. Ah! Hey, hör auf, Ridley. Erst habe ich den richtig gut geredet. Lol. Junge. Junge, komm du mal her jetzt. Komm du mal her. Ja, wenn er einen in die Luft packt, dann schmeißt er ihn anders weg. Auf den Boden, guck mal. Schmeißt er ihn zur Luft. Wenn er ihn in die Luft packt, dann fliegt er noch selbst hinterher. Oh. Also wenn der Angriff von der Luft ausgeht. Schaut mal so. Schaut, da springt er noch dann. Niederlage fortsetzen. Aber ja. Ja, ich muss ihn auf jeden Fall erst noch rauskriegen. Den Ridley! Den guten alten Ridley! Was? Den Angriff verstehe ich nicht, um echt zu sein, runter B von ihm. Muss mir vielleicht mal schlau lesen. Okay, war das. Ja, keine Ahnung. Das ist kein Konter, wirklicher Konter, aber der Gegner wird kurz irgendwie gelähmt, aber das ist auch. Das ist wirklich kurz, also sehr, sehr kurz. Naja. Was? Ich kann hier hoch. Nein. Nein! Was? Ey, die Map, wie viele geile Kämpfe es hier gab. Oh mein Gott, Luigi's Mansion. Bin auch so heiß auf Luigi's Mansion, wenn es auf die Switch kommt, wird es auch sofort geletzplayt. Hä? Wo bist du? Aber. Ja, wer hätte es gedacht? Ja, ey, ja. Wer hätte es gedacht? Ja. Raus mit dir. Oh, der hat eine Evolution, okay. Welcher Kämpfer kommt jetzt? Welcher Kämpfer kommt jetzt, legit? Oh, finsterer Pit. Cool, okay. Finsterer Pit. Oh, geile Musik. Hey, okay, nein, komisch. Ich habe das auf dem Boden gemacht. Oder? Warte mal. Das so aus dem Boden? Hey, okay, ich muss wahrscheinlich... Nein, bitte nicht. Diesen Fehler darf ich nicht machen. Okay, das mit dem Springen. Mit dem Seite zu B. Manchmal springt er hoch, manchmal nicht. Ich habe gerade lang gedrückt gehalten. Vielleicht springt er danach. Warte mal, wir haben verloren. Oh, ich dachte gerade. Okay, ja. Warte, ich tu mal nicht lange gedrückt halten. Wenn er mich lassen würde. Ja, okay. Wenn ich lang gedrückt lasse, dann fliegt er hoch. Hä, wie? Nee, komisch. Ich weiß nicht, wann der genau der hochfliegt, um ehrlich zu sein. Vielleicht muss ich springen danach? Hä, nee, ohne Spaß, komisch. Manchmal. Vielleicht, wenn die Stage nicht endet. Da endet sie und da fliegt er nicht mit hoch. Komm mal hier, komm mal her, Fitzer. Okay, komm mal her. Die Musik ist geil. Ich glaube, wenn die Stage nicht endet. Dann fliegt er mit. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich muss auf jeden Fall mal schlau machen. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mich gerne wissen lassen. Aber finsterer Pit haben wir jetzt bekommen. Nice. Finsterer Pit. Okay. Okay. Nehmen wir an. Nehmen wir an. Geht's weiter? Nein. Ey, richtig geil einfach. Schaut mal. Man könnte da auch echt vorbeilaufen. So. Man muss auf jeden Fall aufpassen, wo die Pfeile zeigen. Weil hier hat auch einer hochgezeigt zum Beispiel. Das habe ich nicht vergessen. Und hier bekommen wir noch eine Bombe. Eine Kanone, ehrlich gesagt. Eine Kugel, Kanonkugel.
Kalista, okay. Pure Smash Duel. Bin dabei. Boah, was? Oh, guck mal da hinten, wie gruselig. Oh mein Gott, was ist das da hinten? Ist schon gruselig gewesen. Naja. Ridley muss... Ich muss den rauskriegen, wie der funktioniert. Ich muss auf jeden Fall rauskriegen, wie der funktioniert. Okay, mach mal weiter. Kann ich zwar anbieten? Ja. Der Tod. Einfach Kartus. Der Tod. Komm mit sie. Da rein! Da rein ist geil. Darin habe ich gerne gespielt. Warum ist Ridley so brutal? Hä? Unglaublich echt. Ridley gefällt mir richtig. Mal weiter. Warte mal, was war da? Oh, da komme ich noch hin jetzt wahrscheinlich. Oh, interessant, das wird echt interessant. Omega Ridley, let's go. Richter! Heilt sich durch Schildeinsatz. Wow, okay. Bereit? Los! Oh lol, dieser nicht. Lol. Wow. Außen dir. Die haben keinen Escape Recovery. Der Recovery ist richtig schlecht von Simon Richter. King Gerud seiner ist zu OP. Der kann sich von überall her retten. King Gerud mit seinem Recovery. Fröhlicher Maskenhändler. Krass. Wieso haben wir das falsch ausgesucht? Damit hat alles angefangen, Freunde. Majora's Mask. Boah, Gänsehaut. Wie Schaden es macht! Oh. Zack, raus, aber schnell. Ridley ist echt interessant. Aber ihr wisst noch, wen wir wollen, ne? Ihr wisst auf jeden Fall, wen wir noch wollen, hoffe ich doch, Freunde. Fuego. Fuego it is. Einmal abschließen mit dem. Okay. Warte. Ach so, die da. Aha. Hä? Warte. Wie geil die das gemacht haben.
Warte, warte. Ah ne, das untere hat sich da bewegt, ne? Nicht das. Ja, genau. Dann schießt wahrscheinlich mit der Kugel den da oben ab, den Geist. Okay, Moment. Kann ich hier runter? Ja, kann ich. Versuchen wir es mal. Yeah, nice. Oh! Oh! Was? Okay. Okay. Kann ich nochmal kurz runter? Ich hab noch eine Kugel, ne? Hä? Was? Werwolf? Boah, wie brutal er aussieht. Bereit? Los! Das macht viel Schaden. Das macht sehr viel Schaden. Der ist, ich glaube, ja, alles hat richtig viel Schaden gemacht. Okay, aber mit den Geistern ist immer nur eine andere Sache, ne? Wegen dem Schaden. Das kann man nicht so vergleichen, schätze ich. Naja, was soll's. Habe ich noch eine Kugel? Schau mal ganz kurz. Aber, wo, warte, wo fliegt die Kugel dann hin, wenn ich das jetzt abfeuer? Vielleicht wäre es klüger. Bam, dann prallt es ab. Nach oben, ja, tatsächlich. Okay, das warte mal. Habe ich noch eine? Ja, eine habe ich noch. Bam. Nice, sehr schön. Cool. Ich will die Schatzruhe. Oder? Nice. Oh, okay, nice. Music. Music makes it. Daran ist geil. Ich hoffe, er hat immer noch auf Wake oder so. Aber Daran ist cool. Ich glaube, ich werde mit Daran noch spielen danach. Weiß nicht. Ich bin gerade voll auf Ridley-Trip. Ich bleib mal Ridley, okay, damit ich mit Daran einfach spielen kann. Weil Daran gab es ja schon. Den habe ich öfter früh aufgespielt. Lol. Kein Sinn. Da rein schließt sich uns an. Und auch aus Fire Emblem. Ja, genau das. Aber cool. Ich finde den Namen Alucard. Ich finde den so witzig. Der hat Helfer-Trophäen. Okay, warte mal, wir rüsten uns dagegen aus. Wir nehmen die, weil die hat stärkere Wurfangriffe. Und unser Boy hat ja Wurfangriffe. Und wir nehmen was gegen Helfer-Trophäen. Helfer-Shake, genau. Alucard, ich finde. Der Name Alucard ist so witzig einfach. Alucard! Bereit? Los! Suffer. Boah, der kommt direkt austicken, dieser Alucard. Ja, ist okay! Endlich. Komm du mal jetzt ohne Hilfe. Ich wollte die. Oh, ich hab vergessen, dass ich die Ulti hatte. Ich wollte eigentlich den Flammenwurf ansetzen oder die. Ja, whatever. Normale B-Rank halt. Dieser Text Alucard, der hat mir so viel Schaden gemacht. Eigentlich über den Witz gemacht und dann. Junge, willst du mal herkommen? Ey, die haben so eine beschissene Kette, ey! Es ist da hinten. Raus mit dir. Okay, Ridley.
4-1. Was? Was? Ey, hier finden wir aber geile Geister. Hier finden wir aber geile Geister, du. Das sage ich dir. Krank. Krass. Was denn upgraden? Fieden. 10-4 nur, okay. Aber der hat 3 Plätze und okay, der ist und der hat gute Schwertangriffe für Link und so. Der ist für Tunic zum Beispiel nice. Oh mein Gott, Freunde, jetzt kommen wir zum Boss. Tatsächlich, hey, habe ich voll vergessen. Warte mal. Okay. Was? Okay. Let's go. Was geht hier? Was geht hier? Wer ist das? Was? Dracula! Höchstpersönlich! Wie, ich kann nicht angreifen? Hä? Ah, nur sein Kopf. Oh, komm, euer Psychic, Junge. Boom! Bam! Guck mal, der Psychic ab. Boah, der Penner. Bam! 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 War's das echt? Nee. Was? Was? Wie geil, die Stage ist geil. Ich dachte schon, das war viel zu einfach, aber da kam ja noch was. Wow. Muss aufpassen. Überleg mal, verlieren jetzt. Ich will folgen. Denkst du? Das ist ein Ridley, Junge. Das war geil, das war richtig geil. Geile Dungeon, ganz ehrlich, geile Dungeon, geile Map. Richtig gut gemacht. 2-9 da, ja, ich finde aber trotzdem die Geister. Okay, der hat eine Evolution möglich. Was? Okay, von dem haben wir gute Sachen bekommen. Der ist halt neutral, ne? Neutraler Geist, das ist schon gut auf jeden Fall, schätze ich. Beziehungsweise, ja, ist schon gut, so ist nicht. Aber... okay, cool. So viel zum Schloss von Dracula. Es war wirklich schön. Wir könnten wirklich sehr viele Kämpfer freischalten. Es war richtig geil. Und es ist der erste Anfang von der Anderswelt. Geht jetzt irgendwas? Ah, nee. Er muss jetzt... ah, ich dachte schon, muss jetzt wirklich rauslaufen. Geil, richtig geil gemacht. Ohne Spaß. Guck mal, mit... ah, der Riddle. Wie der da runter geht. Warte, wo geht's da hin? Ach so. Ja, wir haben eigentlich schon alles geholt, ne? Jetzt können wir runter. Ja. Wie es aussieht. Das war echt, das war wirklich eine coole Dungeon. Das hat mir gefallen. In der Underswelt. Riddle, renn! Oh, miau! Und raus.
Geil. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Jetzt war echt richtig cool. Wenn nochmal so eine Dungeon kommt, boah. Das ist richtig geil. Ah! Haben wir rechts schon alles freigeschaltet? Nee, guck mal, da geht's doch noch hoch. Ja, ja. Wir wollen nochmal da rein. Ja, ja, Voice Job. Wir wollen nochmal rein. Hier unten waren wir, ne? Ja. Aber oh, wir waren hoch. Oh. Oder waren wir hier oben auch schon? Nee. Wild Gunman. Oh je. Yeah. Oh je. Yeah. Alle beginnen mit 300% Schaden. Was? Unverwundbarkeit für alle. Hä? Hä, was geht jetzt ab? Ich muss vor den Pennern da aufpassen. Kein Sinn. Diese Duckhunt, ey, das ist so witzig. Das Duckhunt-Duo und die ganzen Stages um ihn herum und die Trophäen, whatever. Keiner weiß. Krass, korrekt, nice. Wild Gunman, keiner weiß. Okay, sehr schön, cool. Jetzt hier runter. Schatzkiste, Schatzruhe. Snack, was ist hier? Drei heilige Schätze, lol. Ja, wenn es hier nichts mehr zu holen gibt, dann haben die rechte Seite so gesehen freigeschaltet. Also gehen wir dann noch zur linken am nächsten Part. Aber ey, die Dungeon, die war so cool, die war so cool. Es sei denn, hier gibt es noch irgendwas, was ich übersehen habe. Lass mal ganz kurz alles abchecken. Aber ich nicht. Eigentlich nicht. Nee, sollte alles gewesen sein. Gut, Freunde, so viel. Ich würde mal sagen, so viel zu diesem Part, denn wir werden im nächsten Part links weitergehen. Oh je, wenn ich hier wieder zurechtfinden würde. Bitte lass mich raus. Dein Ernst? Wo kam ich nochmal? Was? Ja, endlich. Genau, wir schlagen dann im nächsten Part die linke Route ein, wenn ich hier mich mal zurechtfinden würde. Die Route hier, Freunde. Es geht noch eins nach oben und eins nach links. Die linke Route. Dann würde ich sagen, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen in diesem Part. Und wir sehen uns dann. Ich bin echt auch gespannt, was da abgehen wird. Weil unten rechts kriegt die Post ab. Also, schalt auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.